Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Das Thema ist ernst. Das Thema ist ernst. Und so einer gewaltigen Angelegenheit. Das Thema Karma. Schaut mal, liebe Geschwister im Islam. Kurz, knapp und deutlich. Wir als Muslime, wir dürfen nicht an Karma glauben. Und das ist ein Quatsch. Absolut lächerlich. Und wir glauben nicht an diesen Quatsch, okay? Es ist sehr ernst. Wenn du etwas Schlechtes machst oder was Gutes machst und dann Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir das Gute zurück oder mehr, das ist von Allah und kein Karma. Es gibt kein Karma. Warum ich so ernst bin? Tut mir echt leid. Das Video ist ernst, die Sache ist so ernst, dass es dich, wenn du daran glaubst, aus dem Islam werfen kann. Natürlich. Wenn ich zum Arzt gehe und er mir ein Medikament gibt, dann glaube ich nicht daran, dass dieses Medikament mich heilt an sich, sondern er glaube ich daran und bin überzeugt davon, das ist bei uns der Glaube im Islam, die Überzeugung, dass Allah subhanahu wa ta'ala, nur er einzig allein mich heilt und dieses Medikament nur ein Mittel ist. Wenn ich das Medikament einnehme, werde ich dann nur geheilt mit der Erlaubnis Allahs. Und das ist die Sache. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, ich sehe das oft auf Seiten hier und da und auch Muslime, die das verbreiten. Und Allahu Alam, sage ich euch ehrlich, ob sie noch Muslime sind, ich weiß es nicht. Das ist kein Takfir oder so. Es gibt auch Unwissen und so weiter und so fort. Ich will nichts sagen, ich habe nur Angst und ich spreche aus Angst, ja. Und aus Angst um euch, Wallahi Azim, weil, keine Ahnung, ich muss darüber sprechen. Ich habe eine Verantwortung, ja. Ich habe eine Reichweite. Es gibt einige Themen, die kann ich später besprechen. Aber so ein Thema, sorry, aber geht gar nicht. Wenn ihr das Video teilen wollt und ihr eure Geschwister für Allah subhanahu wa ta'ala warnen wollt, weil, wie gesagt, Karma, dieses, wenn man daran glaubt, das kann einen aus dem Islam helfen. Und ich meine, ich sage euch ganz ehrlich, ich meine, wenn ich sage, ich liebe meinen Bruder im Islam oder die Schwester sagt, ich liebe meine Schwester im Islam, dann frage ich mich ganz einfach, warum warnt ihr euch dann nicht gegenseitig vor der Hölle? Und sicherlich, wenn man dann daran glaubt und dann in Unglaube fällt, ja, dann hat man die ewige Hölle, wenn man so stirbt und nicht bereut hat. Teilt das Video, abonniert den Kanal, wir werden euch inshallah ta'ala immer auf dem Laufenden halten und schreibt auch im Kommentarfeld von mir aus No Karma und ja, möge Allah euch belohnen. Danke fürs Zuschauen, das war's jetzt vom Video und hier kannst du auch noch andere Videos sehen und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.